Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Michael Haufler und heute habe ich für Sie eine neue Kennzahl, die Sie dringend analysieren sollten. Und zwar ist es Ihr Offline-Wachstum. Jedes Unternehmen kennt hoffentlich seinen Gesamtumsatz und kennt auch sein Umsatzwachstum. Und hoffentlich die allermeisten Unternehmen kennen auch ihren Online-Umsatz und das Wachstum von dem Online-Umsatz. Was aber so gut wie kein Unternehmen analysiert, ist das Offline-Umsatzwachstum. Also wenn Sie jetzt mal den Gesamtumsatz um den Online-Umsatz vermindern und die zwei Zahlen dieses Jahr, Vorjahr in Relation setzen, dann werden Sie feststellen, hoppla, gegebenenfalls, mein Offline-Wachstum ist ja signifikant kleiner als mein Online-Wachstum und teilweise gibt es schon Fälle, wo das Offline-Wachstum entweder null ist oder teilweise sogar schon negativ ist. Und das ist eben eine ganz wichtige Information, vor allem auch für die Geschäftsführung, um hier zum Beispiel ein E-Commerce-Risiko bewerten zu können, wo man dann eben sieht, wo wachsen wir denn wirklich? Ja, also wie viel von unserem Gesamtwachstum kommt eigentlich aus dem Online-Bereich und wie viel von unserem Gesamtwachstum kommt denn von unserem Offline-Bereich und wie verteilen sich denn da dann die jährlichen Investitionen in Offline-Bereich und Online-Bereich? Denken Sie mal drüber nach.